Hallo, das ist ein kleines Tutorial, wie ihr die SFML und CSFML unter Linux selbst kompiliert und dann über die ASML in euer ADA-Projekt einbindet. Als erstes müsst ihr die ganzen Abhängigkeiten installieren, die hier aufgelistet sind, werden auch in der Videobeschreibung stehen. Wichtig ist dabei, dass ihr nicht nur das Programm selbst, sondern auch die Dev-Dateien installiert, also Entwicklerdateien, sonst wird das nicht funktionieren. Danach braucht ihr natürlich den Source-Code, den könnt ihr entweder direkt von Git beziehen. Dabei ist auch zu achten, welche Version ihr benutzt. Beispielsweise die CSML 2.5 kann nicht mit der aktuellen SFML Version 3. irgendwas Entwicklerversion kompiliert werden. Ihr könntet einfach sicherheitshalber den Source Code einfach von den Releases ziehen. Das geht natürlich auch. Dann habt ihr die richtige Version, ohne darauf zu achten. Und ihr braucht den Source Code der CSML und für später natürlich noch den Source Code der ASML. Die Links sind alle in der Videobeschreibung. Nachdem ihr das dann runtergeladen und gepackt habt, wir benutzen hier mal CMake, weil ich faul bin mit grafischer Oberfläche, gehen wir erst in den SML-Ordner, öffnen den, suchen uns einen Ordner, wir das Ganze dann mal hinballern, SML, linken konfigurieren, nativ Compiler und Unix-Make-Files, wenn ihr nichts anderes benutzen wollt, in dem Fall benutzen wir mal das. Dann bekommen wir eine Menge rote Sachen, klicken einfach nochmal Config und dann sollte es gehen. Wenn nicht, dann steht hier, was euch fehlt. Wenn ihr eine Shared Library bauen wollt, dann müsst ihr den Haken natürlich drin lassen. Wir machen mal eine Statik, deswegen raus mit dem Haken. Wir wollen auch nicht, dass sie uns lokal mit installiert wird und wir verwenden nicht die Systemabhängigkeiten. Kann man natürlich auch machen. Eine relativ wichtige Sache vielleicht noch ist, dass man hier den Compiler ändern kann, für den Fall, dass CMake nicht euren C++-Compiler für C++-Kompilation findet oder verwenden will, könnt ihr das noch hier ändern. Dann haben wir alles gemacht, drücken Generate und jetzt wechseln wir einfach in unser SFML-Verzeichnis, machen Make und dann kompiliert er durch. Make müsst ihr natürlich installiert haben, aber das ist in der Linux meistens eh der Fall. Und sollte irgendwas fehlen, wird er es jetzt gleich beschweren, sollte er nicht tun. Anschließend machen wir das ähnlich in der CSFML. Oh, lege dafür auch einen Ordner an. Flup, machen Config, machen wir das gleiche. Hier machen wir auch keine Shared Library, sondern Static Linked. Wichtig ist hier, wenn ihr die SML statisch reinlinken wollt, muss die SML auch statisch kompiliert worden sein. Dynamik funktioniert sonst hier nicht. Das wird nur zu Problemen führen. So. Hier möchte ich jetzt noch unser SML-Verzeichnis haben. Wo ist es? Da, wo wir gerade auch unsere ganzen Make-Files hingeballert haben. Guck nochmal, ist alles drin? Jawohl. Doc-Files findet er nicht, weil wir die nicht mitkompiliert haben. Machen Generate, dann gehen wir in das CSML-Verzeichnis. Machen auch hier Make. Und dann kompiliert das durch. So. SML. Jetzt haben wir hier unseren Ordner Lips. Da sind die Lips drin. Wenn ihr eine dynamische Variante kompiliert habt, fehlt das S. Nicht, dass sich jemand wundert, dass das nicht da ist. Hier werden gerade noch unsere Lip-Dateien erstellt. So, damit hätten wir schon mal unsere SFML-Varianten. Jetzt gehen wir noch hier rein in die ASML, benutzen GPR Build, um die ASML zu bilden. Zu kompilieren. Gut. So, wo ist denn unsere ASML? Hier, Final. Jetzt haben wir hier einen Lib-Ordner. Da ist das Zeug drin. Da kommen jetzt auch unsere CSFML-Dateien rein. Und unsere, nein, das da, SML-Dateien. Rein damit. Und dann müssen wir ASML oder OpenGL, je nachdem was ihr verwendet, öffnen. Hier runter scrollen und dann haben wir hier den Binder. Das funktioniert nur, wenn ihr das lokal installiert habt bei euch. Nicht, wenn ihr das hart reinlinken wollt. Dafür braucht ihr das hier. Das wird auch in der Videobeschreibung sein. Und das kommt wieder rein. Das sind die Bibliotheken. Da wir das statisch linken, müssen wir ihm jetzt sagen, was er wie linken soll. Wichtig ist, dass ihr zuerst die CSML reinlinkt, vor der SFML, sonst wird das Ganze nicht kompilieren und mit einem Haufen Fehlermeldungen
sich beschweren und danach verschiedene Bibliotheken noch, die es braucht. Bei den zwei Bibliotheken bin ich mir nicht sicher, ob die mit rein müssen. Könnte sein, dass wenn ihr bestimmte Trankteile, Programmteile der ASML benutzt, das mit rein muss. Ich habe es mal ausgeklammert. Man kann es, wenn es nicht funktioniert, dann einfach das da Kommentar hier entfernen. Speichern, ganz wichtig. Ich habe das mal nicht gespeichert, dann kann man sehr lange nach dem Programm suchen. Dann öffnet ihr euer Programm. Wir benutzen hier mal das Beispielsprogramm Pong, das dabei ist. Fügen hier die Abhängigkeit dazu. Dazu geben wir die ASML oder die GPL-File, weil Datei. Ja, reloade das mal. Warum ist das offen? Schließt das auch mal. Jetzt kompiliere das durch. Habe ich auch Speichern gedrückt? Ja, habe ich, okay. Gut, und jetzt sollte, wenn ich nichts falsch gemacht habe, das Spiel funktionieren. Die SML funktioniert. Ich muss es noch die richtige Taste. Das ist die Taste. Wir haben sogar Sound und wir haben eine Fehlermeldung, weil das Font nicht lädt. Sehr gut. Und ja, das ist ziemlich selbsterklärend. Jetzt könnt ihr die SFL in ADA benutzen oder einfach nur die SML kompilieren. Das war das Tutorial. Ich sage, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.